Jetzt müsste ich nur wissen, welcher Gang das war. Das war eh der Gang, oder? Ne, sicher, wir sind da. Wir sind da durchgelaufen und dann sind wir da innen gehalten, weil da irgendwas vorbeigegangen ist. Aber einen Schlüssel hat es nicht hinterlassen. Die gute Pute. Was denn? Ja, Ruhe. Scheiß Büdel. Finde einen Schlüssel. Finde einen Schlüssel. Wo muss ich immer Schlüssel finden? Ich kann mir nicht helfen, aber das hört sich so an, als wäre da jemand oben im Kinderzimmer. Im Kinderzimmer? Okay, Moment, Moment. Wo ist denn das Kinderzimmer schon wieder? Wo war denn das Kinderzimmer? Das ist schon wieder verschwunden. Hallo? Das Kinderzimmer ist doch, wenn es mich nicht täuscht, oben. Und zwar... Okay, war das nicht... Na, das Kinderzimmer war oben. Hä? Bin ich schon deppert? Wo war das Kinderzimmer? Und da war die Küche, das Kinderzimmer war doch auf der Seite irgendwo. Da war die Abstellkammer. Das ist das Kinderzimmer. Kinderzimmer. Okay, das Foto ist neu, oder? Das kenne ich nämlich noch gar nicht. Das hier. Psst. Na, nicht erschrecken. Na, da bin ich komplett falsch. Das Kinderzimmer war nämlich... Wo war denn das Kinderzimmer wieder? Gebitte. Ich kann doch nicht so doof sein, oder? Wo ist denn? Warte. Ich brauche das andere Stiegenhaus. Das ist das. Nicht das hier, wo der Clown ist. Oder war? Das ist unter der Abstellkammer. Scheiße. Jetzt bin ich wieder unten. Herauf. Da. Da. Ich glaube, hier muss ich rauf. Wo war denn das Kinderzimmer? Da war es nicht. Okay, da komme ich so rüber. Ne, da komme ich schon gar nicht zum Kinderzimmer. Kinderzimmer, wo bist du? So, da war ich schon vorher. Nein. Darf ich Kerze anzünden?
Und jetzt? Oh! Okay. Jetzt haben wir dann Schlüssel. Nein, da wollte ich nicht hin. Entschuldigt, dass es wieder so finster ist, nur ich sehe selber fast nichts und ja, wir müssen Batterie sparen. Batterie sparen, wenn ihr versteht, was ich meine. Denn wir haben fast keine Batterie. War das? Nein. Uiuiui, Batterie schaut sehr schlecht aus. Ich brauche unbedingt Batterien. Ich gehe jetzt deswegen den Weg wieder zurück, weil ich den anderen Weg nicht kenne. Jo, Peter ist noch immer nicht da. Oder keine Ahnung, wie der geheißen hat. Der Clown. Och. Menno. Wie schaut's denn da aus? Batterien. Kerze. Ja. Schön, dass ich den Kühlschrank öffnen kann. Nutzt mir aber im Prinzip nichts, weil ich da nichts habe, was ich brauchen kann. Naja. Diese Nacht hörte ich Linda schreien. Sie war sich sicher, dass sie die Vogelscheuche durchs Fenster gesehen hat. Ich habe nachgesehen. Auch draußen war alles ruhig. Och nö. Tag 18. Och nö, Freunde. Jetzt darf ich zu Gustav. Ich will nicht zu Gustav. Wer das wohl war? Ist das unser Ferienhaus? Ich will nicht zu Gustav. Außerdem ist es noch zu früh für den Gustav. Ist das 7? Der ganze Spuk fängt erst am Abend an. Ich gehe langsam zum Gustav. Das ist ja der Peter, sitzt wieder da. Hallo. Ach, was gestern wieder fort, hä? Hm. Ich habe das genau gesehen. Ach, ich will nicht zur Vogelscheuche. Ich will dort nicht hin. Ich will nicht zu Gustav. So, die Hand da mal schon von der Maus weg, falls irgendwas passiert. Hallo Gustav. Tust du mir was Böses? Hä? Willst du mir was Böses antun? Ich hoffe doch nicht. Aber du hast doch keinen Schlüssel für mich, Gustav. Du hast nichts für mich. Gar nichts. Aber weißt du, was ich für dich habe? Den Tod. Oh, bist du deppert. Mir rennt die Gänsehaut überall auf und ab. Also das ist ein Spiel. Alter, der bewegt sich. Alter, ich gehe lieber wieder. Gustav, ich hab's nicht so gemeint. Ich mag dich. Ich mag dich wirklich sehr gerne. Gustav, wieso bewegst du dich? Du hast dich da früher auch nicht bewegt, oder?
suche übrigens noch einen Schlüssel. Aber hier gibt es keinen. Ja, gehen wir halt wieder mal rein. Wunderschön. Also hier drinnen gefällt es am besten. So, wie spät ist denn? Haben wir da irgendwo eine Uhr? Haben wir da eine Uhr? Also in Wirklichkeit ist es 10, aber... Wie schaut es denn da aus? Haben wir da irgendwo eine Uhr? Keine Ahnung. Ja, da haben wir eine. Okay, 12:30 ist es. So, jetzt sieht er noch viel tun. Wird sich dann noch viel tun, sagte der Thunfisch und verschwand. Gut, das letzte Mal. Naja. Vogelscheuche hin und her, aber wieso kann ich da nichts machen bei der Vogelscheuche? Das ist das, was mich interessiert. Alter Gustav. Bewegt dich nicht so viel. High five. Psch. Ich habe keinen Plan, keinen Plan. Wieder mal spazieren, ziehe mir das Boot an. Das Boot ist nichts. Schau, der Leuchtturm leuchtet nicht. Oder da ist da hinten. Ja, die Vogelscheuche ist auch irgendwie still, so wie sie sein sollte. Schlüssel für mich. Piek's mir ja nicht die Augen aus. Ups. Oh, jetzt hat er mir die Augen auspiekst. Jo, ich hab keine Ahnung. Ich guck gerne mal wieder ins Trockene rein. Da habe ich rein können das letzte Mal, gell? Ja. Was geändert? Nö. Bis auf ein Fisch, Brot, Milch, Fritteife. Tja. Tut sie nix. Nein, wir können jetzt bis 5 warten. Und schauen, was uns dann für einen Hinweis gibt. Was anderes weiß ich wieder nicht. Wie spät ist? 4. Na, gibt's hier bald einen Hinweis. Bleiben wir in der Nähe von der Vogelscheuche. Wir stellen uns ein bisschen unter, dass wir nicht nass werden. Ich sollte nochmal ins Jagdzimmer gehen. Irgendwas war da eben im Licht der Blitze auf dem Boden zu sehen. Okay. Jagdzimmer, das war oben. Wenn mich nicht alles täuscht. Jupp, das war oben. Schön, dass man wenigstens Hinweise jetzt hin und wieder mal gibt. Ne, das war das Musikzimmer, Entschuldigung. Das war das Musikzimmer. Wo ist das Jagdzimmer?
Nö. Das war auf der Seite auf jeden Fall, das weiß ich. Da war es unten.